Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und den Artikeln findet ihr unten in der Beschreibung. Das National News Bureau of Thailand meldet heute am 19. Februar 2021 130 neu gemeldete Fälle, davon 61 inländische Fälle, 55 im Proactive Case Finding und 14 importierte Fälle. ThaiVisa.com berichtet: 14 Tage Quarantäne für Touristen soll enden. Zwei Pläne für den Start am 1. April. So die Quellen. Quellen in den thailändischen Wirtschaftsmedien deuten darauf hin, dass Pläne für ein Ende der 14-tägigen Quarantäne für ausländische Touristen Gestalt annehmen. Hinter den Kulissen haben die thailändische Tourismusbehörde, das Tourismusministerium, der Tourismusrat und ATA, kurz Verband der thailändischen Reisebüros, und der THA, Verband der thailändischen Hoteliers, auf ein Ende der zweiwöchigen Quarantäne gedrängt, die viele als große Hürde für die Wiedereinführung des ausländischen Tourismus betrachten. Sie wollen, dass diejenigen, die geimpft wurden, unter zwei Pläne fallen dürfen, die in Kürze vorgeschlagen werden. Die erste heißt Quarantäne zu Hause. Nach dieser Idee muss der Tourist in seinem Haus, in dem er seine Reise beginnen möchte, unter Quarantäne gestellt werden, bevor er Thailand betritt. Sobald sie im Königreich angekommen sind, haben sie einen Covid-Check, müssen aber noch 2 Nächte und 3 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Der zweite Plan heißt mobile Quarantäne. Diese Idee beinhaltet, dass das Gesundheitsamt und die TAT als Aufsichtspersonen für Reisegruppen fungieren. Sie können beschließen, einem DMC, ThaiVisa versteht dies als Destination Management Company, zu gestatten, diese Überwachungsfunktion zu übernehmen. Quellen zufolge werden die endgültigen Details in der kommenden Woche ausgearbeitet und dem TAT-Vorstand Ende Februar zur Diskussion unter allen relevanten Parteien vorgelegt. Dann geht es zum Kabinett, wo der Premierminister über den Plan informiert wird und die endgültige Entscheidung trifft. Wenn die Genehmigung erteilt wird, schlagen die Quellen vor, dass die Pläne möglicherweise beide ab dem 1. April Zuschlag erhalten. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Wenn man das alles richtig versteht, eine Quarantänezeit im eigenen Heim, in den eigenen 4 Wänden, wäre das denn für euch eine Option oder in einer begleiteten bzw. überwachten Reisegruppe? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Auch wenn man das richtig versteht, ist es ja nicht das komplette Ende der Quarantäne. Allerdings, so wie man das liest, wäre es ein Ende der 15-nächtigen bzw. 16-tägigen Quarantänezeit in einem ASQ-Hotel. Oder es ist weiterhin eine Option mit dem ASQ-Hotel. Das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Der Falang.com berichtet: Lockerung der Corona-Regeln in 54 Provinzen geplant. Bangkok, das Unterkomitee für die Wiederaufnahme des Wirtschaftslebens, das dem Center for COVID-19 Situation Administration, kurz CCSA, untersteht, hat die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen in 54 anstatt der derzeitigen 35 Provinzen vorgeschlagen. Ich überspringe kurz einen Teil und gehe mal kurz in die unterteilten Zonen. Die dunkelrote Zone: Märkte dürfen öffnen unter begrenzter Anzahl der Kunden und der Beachtung der Regeln der sozialen Distanzierung. Restaurants müssen um 21 Uhr schließen und dürfen keinen Alkohol ausschenken. Orangene Zone: Zum Beispiel musikalische Darbietungen sind erlaubt, aber Tanzen ist verboten. Oder zum Beispiel in der gelben Zone: Bars, Restaurants, Kneipen und Unterhaltungsbetriebe dürfen bis Mitternacht öffnen, unter strikter Einhaltung der Regeln der sozialen Distanzierung. Und in der grünen Zone: Entertainmentbetriebe dürfen öffnen und musikalische Veranstaltungen durchführen. Tanzen ist erlaubt, unter der Beachtung der Regeln zur sozialen Distanzierung. Ja, da sind noch ein paar Punkte mehr aufgelistet, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe alles durchlesen möchtet. Wie gesagt, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Das war's auch schon wieder von dem News-Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.